Ja, wir haben da jetzt in dem heutigen Abschnitt eine Stelle aus dem alttestamentlichen Propheten, den Amos. Und er hat ja einige Visionen gehabt, die ziemlich heftig waren, um es einfach zu sagen. Und vor allem hatten diese Visionen auch immer wieder mit dem Gericht Gottes zu tun, das über das Volk war. Und so auch bei dieser Vision, die er hatte, ich glaube, das war die erste, im 7. Kapitel, und da spricht er davon, wie Heuschrecken über das Land kommen und alles auffressen und zerstören und letzten Endes dadurch auch das Volk Israel dann verhungern würde. Also, und da sagt er dann, Amos sprach: Ach Herr, sei gnädig, wie soll Jakob bestehen? Gute Frage, ne? Er ist ja so klein. Und dann heißt es das Erstaunliche, da reute es den Herrn. Der Herr sprach: Es soll nicht geschehen. Also im 7. Kapitel, die Verse 2 und 3. Und hier lernen wir auch etwas, nämlich dass, wenn Gott etwas vorhat, dass durch Fürbitte und da, wo man einfach ihn konkret anspricht, dass er da tatsächlich seine Meinung ändern kann und auf dieses Gebet wirklich eingeht und es auch erhört. Und das ist ja wunderbar eigentlich, das zu erkennen und zu wissen, dass Gott wirklich gnädig ist und auch barmherzig, wie es heißt an einer anderen Stelle. Und wir sollten auch nicht aufhören, für Menschen, die in Not sind, zu beten. Und Gott wird und kann auch dieses Gebet erhören. Es soll nicht geschehen, das Gericht. Und ich glaube, da gibt es heutzutage auch viele Anliegen. Paulus schreibt da zum Beispiel: Ich bitte euch nun vor Gott einzutreten für alle Menschen. In Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung. Das legt er dem Timotheus ans Herz hin. Im 2. Kapitel, im 1. Vers. Auch da merken wir, dass Paulus einfach auch daran glaubte, dass Gott einfach auf unser Reden, auf das Reden und auf das Bitten seiner Kinder Antwort gibt und darauf reagiert. Und das wird er machen. Also das soll uns nie entmutigen, wenn wir nicht sofort eine Gebetserhörung erleben, sondern wir sollen wirklich dranbleiben. Und das Wort des Paulus, dem man Timotheus geschrieben hat, auch zu Herzen nehmen, wo er sogar: Ich bitte euch, vor Gott einzutreten. Für wen? Für alle Menschen. Und zwar in Bittegebet, in Fürbitte und auch in Danksagung. Warum hat er dieses Gebet dem Timotheus ins Herz gelegt? Ich glaube, weil es einfach auch seine Erfahrung war, dass er erlebt hatte, wie Gott auch auf seine Gebete und Bitten Antwort gegeben hat und sie erhört hat. Ja, wünsche ich auch auf jeden Fall noch einen guten und auch einen schönen Tag.